Für alle, die Interesse an Aufbaustrategiespielen haben, besonders für die, die sich auch noch nach dem Thema dunkles Mittelalter verzehren, gibt es gute Neuigkeiten. InnoGames hat als Publisher ein neues Browser-Game mit dem schönen Namen Dark Age Wars herausgebracht. Im Moment läuft dieses allerdings noch in der Beta-Version. Aber das ist natürlich Grund genug für uns von Games Dynamite, sich das Spiel einmal näher anzuschauen. Wie jedes Aufbaustrategiespiel kommt es auch bei Dark Age Wars auf den richtigen Mix von Aufbau- und Strategieteil an. Werfen wir doch zuerst einmal einen Blick auf den Aufbauteil. Es gibt 4 Rohstoffe. Dieses sind Eisen, Stein, Holz und Nahrung. Als erweiterten 5. Rohstoff könnte man jetzt noch Geld dazu zählen, das hat aber eine eigene Bedeutung und darauf kommen wir später noch zurück. Wichtig sind für uns am Anfang Eisen, Stein und Holz. Diese werden für den Bau von Gebäuden und Einheiten gebraucht. Man kann also faktisch nie genug davon haben. Also bauen wir bei den vorgegebenen Fähnchen, gelbe und orangene, die benötigten Gebäude, Steinbruch, Mine und Holzfäller und steigern gleich auch noch ihre Stufe, um sie zu optimieren. Dies alles kostet natürlich selbst auch Rohstoffe und Zeit in Echtzeit und wie üblich, umso höher die Aufbaustufe, umso effektiver das Gebäude und umso länger dauert seine Fertigstellung. Da wir recht schnell an die Grenze kommen, unsere Rohstoffe in unserem Territorium unterzubringen, braucht es dann noch ein Lager. Haben wir unsere Rohstoffzufuhr gesichert, geht es an die Hauptgebäude, also die, die für die Entwicklung unserer Armee wichtig sind, wie die Kaserne, Ställe oder Waffenschmieden. Welche Gebäude wann und wie gebaut werden können, kann man beim Tech-Tree einsehen, also sozusagen dem Baum, der einen die Abhängigkeiten der einzelnen Gebäude zueinander zeigt. So ist eine Kaserne gleich am Anfang verfügbar und somit eine Grundsicherung unseres Besitzes möglich. Um einen Stall bauen zu können, braucht es aber erst eines Schlosses und dieses kann erst nach Ausbau des Manor und der Handwerksgilde auf Stufe 3 errichtet werden. Nach und nach werden so auch die Möglichkeiten freigeschaltet, weitere Kampfeinheiten zu bauen. Haben wir endlich unser Schloss errichtet, kann es uns endlich vor die Mauer ziehen und wir können feindliche Rebellenimperien angreifen. Wollen wir die doch recht lange Warteschleife verkürzen, müssen wir dafür Gold bezahlen. Dieses bekommen wir, wie bei Browser Games üblich, indem wir dafür echte Euros berappen. Durch Gold bekommen wir aber auch noch andere Vergünstigungen oder beziehungsweise Vorteile. So können wir im Itemshop verschiedene Banner kaufen, um schneller zu reisen oder Bücher, um weniger Rohstoffe beim Bau zu verbrauchen. Oder wir stellen einen Berater ein, der uns allgemeine Bonis beim Bau oder Kampf beschert. Durch den Zuwachs von Kampfeinheiten wächst natürlich auch automatisch die Bevölkerung, die Nahrung verbraucht. Und wir müssen ab diesem Zeitpunkt auch immer schauen, dass wir genug Bauernhöfe auf all unseren Territorien haben, um diese zu ernähren. Auf all unseren Territorien? Wir haben doch nur eines. Genau, bis jetzt. Aber da nun unser Schloss fertiggestellt ist und wir uns auch schon eine ganz nette Armee zusammengesucht haben, können wir uns auf der Weltkarte ein nettes Plätzchen für einen Angriff suchen. Um die Verteidigung zu Hause müssen wir uns vorerst noch keine Gedanken machen, da wir die ersten 5 Tage nach Spielbeginn unter einem Angriffsschutz stehen. Wollen wir allerdings ein Territorium übernehmen, braucht es einen Kronprinzen, den wir dorthin schicken und dafür brauchen wir dann erst einmal ein Königshaus. Aber egal, was soll's. Wenn wir gewinnen, können wir auch einmal erst nur die Rohstoffe erbeuten. Natürlich können wir auch andere Mitspieler angreifen, mit ihnen Bündnisse schließen oder, wenn wir einen Marktplatz unser eigen nennen, sogar mit ihnen handeln. Und wer gerne Ziele hat, es gibt auch eine Erfolgsliste. Beim Bestehen bestimmter Aufgaben, wie zum Beispiel schließt das Tutorial ab, das ist noch recht einfach, bis produziere so und so viel Eisen, schon schwerer, gibt es Erfolgspunkte, mit denen man sich dann mit anderen Mitspielern auch messen kann. Mein Fazit? InnoGames stand bisher durch die Stämme, The West und Greepolis für gut durchdachte Aufbaustrategiespiele im recht ähnlichen Gewand. Bei Dark Age Wars sind sie zwar nur als Publisher und nicht als direkter Entwickler zu nennen, aber man sieht auch hier, dass sie ein gutes Händchen für interessante Spiele haben. Das Spiel erfindet das Genre sicher nicht neu, macht aber vieles mehr als richtig und vor allem eines. Das Spiel macht Spaß und darauf kommt es letztendlich ja an. Also schaut es euch an, es lohnt sich.